Die Gewalt rund um den Fußball nimmt drastisch zu. 1142 Verletzte waren vergangene Bundesliga-Saison neuer Negativrekord. Die Fans sind gut alkoholisiert. 16.000 gewaltbereite Hardcore-Anhänger sorgen jede Woche für Polizeigroßeinsätze. Aussteigen! Mindestens 10 Leute hier wieder raus! Die Ultras setzen massiv Pyrotechnik ein. Demonstration ihrer Macht und Protest zugleich. Die Polizei hat es schwer, die Täter zu ermitteln. Und den erkennst du wieder? Jetzt, wo ich sehe, ist es der mit der weißen Mütze nicht gewesen. Wir machen den Test. Wie gefährlich sind die Bengalos wirklich? Gerade dann, wenn sie in einer Menschenmasse gezündet werden. Wenn man es auskriegen will, es geht einfach nicht aus. Einsatzbesprechung in der Kölner Polizeiinspektion West. Der heimische 1. FC trifft in der 2. Liga heute auf Kaiserslautern. Ein sogenanntes Risikospiel. Polizeichef Volker Lange hat deshalb mehrere Hundertschaften im Einsatz. In der vergangenen Saison gab es viel Randale durch Fans. Vor allem die Ultragruppierung Wilde Horde sorgte bundesweit immer wieder für Schlagzeilen. Fangen wir direkt an. EA1, Aufklärung, Rasti Uwe. Ja, auf Kölner Seite erwarten wir eigentlich die obligatorischen 150 Ultras, die wir dem Problemfankreis zurechnen. Aus Kaiserslautern, der Zug ist unterwegs, der Sonderzug. Da sind 580 jetzt komplett drauf, nochmal mit dem Zwischenhalt in Bingen. Darunter auch diese 100 Problemfans Ultras. Wird auch pünktlich soweit eintreffen, der Zug. Der 1. FC Köln wird also kein Alkohol ausschenken. Also es ist Alkoholverbot im gesamten Stadion, nur im VIP-Bereich nicht. Weil das ein entsprechendes Risikospiel ist, hat der FC von sich aus so festgelegt schon. Schön wäre, wenn auch das 10. Spiel hier vernünftig über die Bühne geht, so wie das Gott sei Dank in der Saison ja ist. Wir strecken die Hand aus zum Dialog und nur da, wo es erforderlich ist, ballen wir sie zur Faust, was wir hoffentlich heute nicht tun müssen. Die SKBs, die sogenannten szenekundigen Beamten der Polizei, machen sich auf den Weg zum Bahnhof. Dort werden sie die 600 Gäste-Ultras aus Kaiserslautern in Empfang nehmen und sie zum Stadion eskortieren. Zusammen mit 500 Schaften der Polizei. Ein Großaufgebot aus gutem Grund. Beim letzten Heimspiel gab es auf dem Weg zum Stadion einen Überfall durch Hooligans. Unsere Kölner Problemfans waren in der Bahn, haben sich dann mit 10, 15 Mann die Sturmmasken übergezogen, das Fahrzeug erheblich beschädigt, auf die Leute eingeschlagen. Da müssen wir heute aufpassen, dass wir die Fahrstrecke von Deutz bis zum Bahnhof, dass wir die sicher haben. Eine Eskalation auf engstem Raum. Ein Albtraum. Hauptziel der SKBs ist es deshalb, ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Fangruppen zu verhindern. Einsatzleiter Volker Lange verfolgt eine konsequente Linie gegen gewaltbereite Fans. Sein härtester Einsatz? Der 5. Mai 2012. Das Spiel gegen die Bayern, das den Abstieg der Kölner besiegelte. Kurz vor Spielende, Rauchbomben, massive Ausschreitungen. Bilder, die um die Welt gingen. Ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball. Hier wurde eigentlich sehr deutlich, dass ein Teil der Kölner Ultras aus Frust, aus Wut den Platz stürmen wollte. Das wussten wir vorher. Das ist uns mitgeteilt worden. Wir haben daraufhin uns entsprechend aufgestellt und haben gesagt, wir werden das verhindern in Abstimmung mit dem Verein. Und dann ist eben ein Phänomen passiert. Die jungen Leute haben sich davon nicht abhalten lassen zunächst, dass die Fans, die hinter den Ultras standen, sich sehr lautstark zu Wort gemeldet haben und ihr Unmut geäußert haben. Dann hat im Prinzip die gesamte Südkurve einen Aufstand der Anständigen geprobt, einen Aufstand gegen die Randalierer, gegen die Leute, die ja das eigene Stadion auch beschädigt haben. Und dann wurde eben auch skandiert, ganz deutlich, dass man das nicht möchte, nämlich nie mehr solche Ausschreitungen haben will. Und man hat dann auch den Verantwortlichen da ausgemacht aus Sicht der Fans. Man hört also hier, dass hier skandiert wurde, nie mehr Ultras, nie mehr Wilde Horde, weil die Fans in der Südkurve haben diese Ultragruppierungen dafür verantwortlich gemacht, dass hier es eben zur Ausschreitung kam in ihrem eigenen Stadion, und das haben sie eben nicht toleriert.
Wie wir heute wissen, war das auch ein Wirkungstreffer für die Leute, die da auf den Platz gegangen sind. Die Rückendeckung für Krawall machen haben ihnen die Fans versagt. Und zwar haben ihnen das so verleidet, dass sie als Erste aus dem Stadion gegangen sind, was sonst nie der Fall ist. Und als wir dann, als die Lage ruhig war, dann gegangen sind, sind wir mit Applaus verabschiedet worden. Das habe ich auch in 34 Dienstjahren so noch nicht erlebt. Ob dieser Tag bei den Ultras wirklich ein Umdenken ausgelöst hat, muss sich zeigen. Für Volker Lange jedenfalls war es ein historischer Moment im Umgang mit gewaltbereiten Fans. Im Stadion waren an diesem Tag auch Mitglieder des Fanclubs Kölsche Mythos. Sie standen oberhalb der Rauchwolken. Wie die Ultras leben auch sie ganz für den Fußball. Ja, wir fahren jedes Auswärtsspiel, also mindestens ich. Und jedes Heimspiel wird besucht. Trainingslager wird besucht, wenn man Zeit hat, in der Woche noch zum Training des FC. Und das ganze Leben ist nur FC. Da muss sich also die Familie drauf einstellen, auch der Hund. Und das klappt dann schon irgendwie. Ne? Die normalen Fans sehen die Ultras mit gemischten Gefühlen. Einerseits Sympathie für die grenzenlose Unterstützung, andererseits aber auch Ablehnung der Randale. Der Rauch soll ja signalisieren, der Untergang des FC bzw. den Abstieg. Beim Papst wird ja auch irgendwas mit Rauch nachher gemacht. Und der Platzsturm, ja, das waren Chaoten und die gehören dann auch nicht zu uns. Grundsätzlich muss man sagen, ist sowas nicht hinnehmbar, darf sowas auch nicht passieren. Weil man muss natürlich auch an die Menschen denken, die Atemprobleme haben. Man muss diese Brandgefahr sehen, die entstehen kann, die Gefährdung von anderen Menschen. Das sind sicherlich die Aspekte, so schön wie Pyro ausschaut, weshalb man also darauf eigentlich verzichten sollte. Egal ob in Dortmund, Dresden oder Köln, die Ultras schreiben sich auf ihre Fahnen, für die Stimmung im Stadion zu sorgen. Bengalo-Feuer gehören für viele Ultras dazu, auch wenn sie gefährlich und in den Arenen verboten sind. Der Streit hierüber war in der vergangenen Saison ein Grund für die heftigen Ausschreitungen. Im Stadion demonstrieren die Ultras mit dem Abbrennen der Feuersignale ihre Macht. Wir bestellen Pyrotechnik im Internet. Problemlos. Für nicht mal 20 Euro gibt es schon ein ganzes Paket voll Bengalos. Jetzt wollen wir wissen, wie gefährlich sind die bengalischen Feuer wirklich? Ingo Hummig hat eine Pyrotechnikwerkstatt und bildet Feuerwerker aus. Er kennt die Risiken der brennenden Fackeln. Ja, das sind die Bengalos, die im Fußballstadion verwendet werden. Das sind also Seenotsignalfackeln, auch Magnesiumfackeln genannt. Und die sind natürlich ganz besonders hell, rauchen auch sehr stark und gehen ganz leicht an. Die muss man ja aufmachen. Da ist ein Reißzünder drin. Wenn man den Reißzünder kräftig rauszieht, dann ist die sofort an. Das ist der Griff dafür, damit man sich nicht verbrennt, weil das glühend heiß wird. Das wird über 1000 Grad, die Flamme, heiß. Und dann machen wir es mal an. Ja? Nicht erschrecken dabei. So, und wenn man jetzt, wie man es manchmal schon gesehen hat im Stadion, einfach so eine Fackel wirft, und dann würde die zum Beispiel bei jemandem in der Kleidung hängen bleiben. Dann ist es natürlich eine Katastrophe. Ne? Schwere Brandverletzungen wären für die Opfer unausweichlich. Wenn jetzt das Bengalo verlöscht werden soll, wenn man es auskriegen will, es geht einfach nicht aus. Ich werde es mal in Wasser reinstecken. Ja. Dann ist natürlich die Panikgefahr, wenn einmal im Stadion jemand brennt, die Kleidung brennt, dann drehen die Leute durch. Die wissen sich nicht zu helfen. Statt dass die Kleidung ausschlagen, habe ich erlebt, dass geschulte Leute so dastehen und dann Hauttransplantationen brauchen, weil sie einfach nicht gewohnt sind, mit dem Feuer umzugehen. Pyrotechnik im Stadion, ein kaum kalkulierbares Risiko. Der DFB hat inzwischen klar Nein gesagt, auch zum kontrollierten Abbrennen in Sonderzonen, wie es sich viele Ultras wünschen. Zurück am Kölner Bahnhof Deutz. Gleich kommen hier mehrere hundert Hardcore-Fans an, meist junge Männer zwischen 15 und 25, trinkfreudig und testosterongeladen. Die Polizei ist vorgewarnt.
Die Fans sind gut alkoholisiert natürlich, aber ja, haben wir eben schon gedacht. Aber 5 Stunden ist doch eine schöne Anreisezeit aus Kaiserslautern. Ja, als ich die Zugzeiten gesehen habe, bin ich auch. Ja, also gut Zeit, Alkohol zu konsumieren, das stimmt. 580 habe ich haben wir die ja, Zahl. Ja, 580, ja. 100 B und 5 bis 10 C wurden verifiziert. Die Fans werden von der Polizei in 3 Gruppen unterteilt. Kategorie A sind die normalen friedlichen Fans. Kategorie B, die potenziell gewaltbereiten Fans, vor allem unter Alkoholeinfluss. Und Kategorie C, die gewaltsuchenden Fans. Okay. Ich habe gerade von Christoph einen Anruf bekommen. Da sind also 25 Kaiserslauterner Fans mit dem Bus angekommen auf B4. Christoph sagt, die seien sehr betrunken, angetrunken. Okay. Einer aus der Gruppe hätte wohl eine pyrotechnische Fackel entzündet. Die sind jetzt kurz vor Erreichen des Gästeeinganges. Der Christoph ist mit seinem Team dran. Fußballfans randalieren meistens bei Auswärtsspielen. Bei Heimspielen wollen sie dem eigenen Verein keinen Ärger bereiten. In der Fremde aber schlagen viele über die Stränge. Ein Grund? Der starke Alkoholkonsum. Schmähgesänge gehören zum Standard der Fans, ebenso wie Drohgebärden. Seit den 80er Jahren gab es nicht mehr so viel Randale rund um die deutschen Stadien. Die Innenminister fordern schärfere Maßnahmen, manche ein Stehplatzverbot, um die Ultras auszuschließen. Viel hängt jetzt davon ab, wie die gewaltbereiten Fans sich in dieser Saison bis zur Winterpause verhalten. Auch das heutige Spiel ist ein Gradmesser. Wir müssen jetzt hier runter, weißt du? Hier unten sind ja die U-Bahn-Gleise. Ja, die gehen runter. Ja. Wir gehen rechts raus, ne? Ja, wir gehen hier rechts raus, genau. Die Polizei geht kein Risiko ein und sperrt die Eingänge zum Untergeschoss ab. Damit ja keine Kölner Fans in den Pulk der Pfälzer geraten. Unbeteiligte Bürger müssen warten. Für manche eine Zumutung. Oh Mann. Die Polizei hat jetzt ein besonderes Auge auf die mehr als 100 Problemfans. Wir mischen uns mit versteckter Kamera unter sie. 20.000 bis 25.000 Ultras gibt es hierzulande. Die größte Jugendkultur Deutschlands. Für sie ist Fansein ein Lebensgefühl, fast eine Religion. Der überwiegende Teil der Ultras ist friedlich, nur ein kleiner Teil gewaltbereit oder gewaltsuchend. Mit Polizeieskorte zum Stadion. In jedem Wagen 20 Polizisten. Insgesamt hat die Polizei bei Bundesligaspielen in der letzten Saison fast 1,9 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das entspricht allein Personalkosten von mehr als 130 Millionen Euro. Einsatzleiter Volker Lange kennt die Kölner Problemfans aus dem FF. Am 4. März dieses Jahres überfallen radikale Ultras auf der Autobahn einen Gladbacher Fanbus. Der Bus ist beschädigt worden, unter anderem. Das ist ja durch die Medien auch gegangen, durch Kalksandsteine, die eben im Vorfeld lackiert wurden. Also nicht spontan, man hebt etwas auf und wirft etwas, sondern man plant etwas und man hat etwas geplant. Also eher sicherlich eine vorsätzliche Sache. Ja, das hat vielleicht eine neue Dimension gezeigt. Also dass das so öffentlich stattgefunden hat, auf einer Autobahn ein bisschen Stillstand runtergebremst zu werden, das ist ja auch eine erhebliche Gefahrensituation. Wenn man so an Stauendeunfälle denkt, unabhängig von dem, was durch das Tathandeln, die Folgewirkung, die passieren kann. Tatsache ist, dass das Band gefährlich ist und im Schnellverkehr zu Fuß über die Bahn zu laufen oder Leute in irgendeine Situation zu zwingen, ja, da muss man lebensmüde sein. Inzwischen aber sind nicht mehr allein gegnerische Fans Ziel der Attacken. Beispiel der Fall Kevin Pezzoni. Zunächst brechen Hooligans dem Kölner Spieler die Nase. Dann sollen sie ihn im Internet und schließlich vor der eigenen Haustür bedroht haben. Der 23-Jährige und der 1. FC lösen schließlich seinen Vertrag auf. Kapitulation vor dem Mob. In Köln sind die Gästefans auf dem Weg ins Stadion. Die Bahn soll möglichst ohne Stopp durchfahren, um Kölner Randalierern gar nicht erst eine Gelegenheit zum Angriff zu bieten. Die Polizei eskortiert. Endstation Stadion. Ab hier gibt es nur noch alkoholfreies Bier. Die meisten haben ohnehin bereits genug. Die Scheiße vom Los, Köln!
So, wenn jetzt alle drei Bahnen komplett sind, geht's los. Dann werden wir losgehen. Auf der einen Seite des Platzes die Gästefans. Auf der anderen Seite die Kölner. Streng getrennt durch Polizeiabsperrungen. Der Knackpunkt ist, dass diese Fläche letztendlich frei von Kölnern Problemfans ist. Dass hier keine Kontakte entstehen können. Jetzt geht's los. 600 Ultras, umringt von 400 Polizisten. Ohne das massive Aufgebot aber würde es hier ordentlich krachen. Bundesweit kam es in der letzten Saison zu 1.142 Verletzten, fast 7.300 Festnahmen und mehr als 8.000 Strafverfahren. Neuer Rekord. So, hör mal, hier sind ein paar Kölner. Die hören wir jetzt mal rüberscheuchen. So. Freunde. Hey, mach die Kamera auf. Schmeiß dir die Kamera hin, zur siehst du Spinner. Lass dir das mal reden. Jetzt nicht. Mein Büro, weißt du, wo das ist? In Ehrenfeld. Anrufen und dann gibt's einen Termin. Ein harmloses Scharmützel. Gleich im Stadion könnten die Beamten deutlich mehr Arbeit bekommen, wenn die Ultras Pyro zünden. Verschärfte Kontrollen am Einlass sollen dies verhindern. Bayern München hat zuletzt eigens ein Zelt aufgestellt, zur Leibesvisitation der Gästefans. In Köln sollen Hunde die Bengalos entdecken. Ein fast aussichtsloser Kampf. Oftmals wird es halt auch in der Unterwäsche versteckt oder auch in den Fahnenstangen versteckt, das Pulver an für sich. Es wird teilweise aufgeteilt, in kleinen Portionen in den Schuhen versteckt. Und oftmals werden auch die Frauen dazu missbraucht, das mit reinzubringen. Wenn jeder nur ein paar Gramm mitbringt, dann reicht das aus. Und dann im Stadion wieder zusammenführen. Und wenn die das in den Genitalbereich zwischen die Oberschenkel kleben oder sonst, dann findet man sowas nicht. In dieser Saison halten sich die Kölner Ultras der wilden Horde bislang erstaunlich zurück. Michael Barz und Reinhard Wagner vom Fanclub Kölsche Mythos sind deshalb optimistisch, dass sich die Ultras doch auf ihre Stärken besinnen. Ganz großer Vorzug ist gerade der Support, die Unterstützung und die auch das ganze Stadion dann mitziehen. Und ohne die Ultras und ohne die Supporter vorne mit dem Megafon und mit der Trommel, da wäre keine Stimmung im Stadion. Ich möchte eigentlich nur noch ergänzen, dass ein nicht geringer Teil der Ultras auch sehr junge Fans sind, die natürlich auch die Selbstdarstellung suchen. Und wer selbst jung war, kennt eigentlich diese Situation, kennt auch so das Persönlichkeitsstreben und man muss es sicherlich gelassen sehen und versuchen, es in die richtigen Bahnen auch zu lenken, dort, wo Grenzen vielleicht überschritten werden. Noch 10 Minuten bis Spielbeginn. Die szenekundigen Beamten rechnen auch heute wieder mit Bengalo-Aktionen der Gästefans. In der Videozentrale des Stadions überwacht die Polizei die Fankurven, vor allem die Blöcke der Ultras. Ziel? Pyrozündler zu identifizieren. Noch ist die Lage ruhig. Dann aber, wie aus dem Nichts, ein Tor für die Gäste aus Kaiserslautern. Und die Ultras zünden die ersten Bengalos. Die Polizei wird kalt erwischt. Vor Nordost sagst du die Gruppierung wegen Bengalo. Für die Kräfte im Bereich Stadion, wir haben zurzeit Bengalo im Gästeblock. Ja. Definitiv, ne? Ja. Der nimmt das nur auf und entsorgt es quasi. Jetzt hebt das gleich hoch. Und schmeißt es weg. Man kann nicht sehen, dass das entzündet hat. Eine gallische Fackel, wenn das einer so in der Hand hält, ist ja immer noch eine Identifizierung möglich. Aber Rauchfeuer in so einer Menge und dann entzünden, hast du keine Chance. 20 Minuten später, der gleiche Ablauf. Tor für Kaiserslautern. Und wieder brennen die Fans Bengalos ab. Sofort wertet die Polizei das aufgezeichnete Material aus. Wieder ein schwieriges Unterfangen, denn die Täter arbeiten mit allen Tricks. Diesmal aber will ein Ordner einen Verdächtigen ausgemacht haben. Der kommt doch hier aus dem Bereich. Ja, wir sehen das gleich. In dem Bereich. Bin dann hier, wo ich hier rauflaufe, mich und den erkennst du wieder. Ja, jetzt, wo ich sehe, ist es der mit dem weißen Cap nicht gewesen. Für mich war die Situation erstmal klar, der mit dem weißen Cap. Und jetzt, wo ich das sehen muss, muss ich sagen, er hat's angezündet, aber nicht mehr gehalten. Wieder lässt sich der Täter nicht eindeutig feststellen. Die Polizei hat einmal mehr das Nachsehen.
Die Täter vermummen sich, ziehen sich auch andere Sachen an. Und nachdem gezündet wurde, sind dann die Täter, tauchen dann wieder in der Masse unter den Fahnen, ziehen dann wieder andere Sachen an oder die Sachen aus, sodass sie dann irgendwo in der Masse wieder auftauchen und haben dann andere Sachen an, sodass man unheimlich schwierig ist, auch trotz Videoüberwachung, dann jemanden denn eindeutig zu identifizieren. Kann die Polizei die Zündler ermitteln, drohen ihnen empfindliche Geldstrafen und, was für Ultras noch schwerer wiegt, Stadionverbote. Über Verletzungen durch Bengalos wird wenig bekannt. Aus gutem Grund. Es ist ja auch nicht so, dass wenn sich einer jetzt die Hände verbrennt, dass er als erstes die Polizei anruft und sagt, ich habe mir die Hände verbrannt. Das wäre wie so eine Selbstgestellung. Aber wir kriegen schon die eine oder andere Verletzung auch mit. Rhein-Energie-Stadion Köln. Ein sogenanntes Risikospiel ist zu Ende. 3:3 ging es aus. Für die Polizei ein gutes Ergebnis. Keine Fangruppe ist übermäßig frustriert. Entsprechend ruhig verläuft der Abmarsch der Gästefans. Und auch die Kölner Ultras, speziell die Wilde Horde, zeigen sich heute friedlich. Vielleicht auch deshalb, weil der Verein derzeit sehr auf Dialog setzt. Und ich denke mal, was die Kölner im Moment machen, in den letzten 9 Spielen, sich auf den Support, auf das Anfeuern, auf die Emotionen bei Heim- und Auswärtsspielen zu verlegen und auch zu reduzieren, weg von Gewalt zu gehen und die ganze Energie in Support zu stecken, ist lobenswert. Und da hat die Arbeit vom Verein und von allen, die da mithelfen, erste Früchte getragen. Das zeigt aber auch, dass die Lösung der Problematik auf den Rängen liegt und bei den Vereinen liegt und nicht unbedingt bei einer schärferen Gesetzgebung oder bei noch mehr Polizei. Die Vereine müssen mehr Geld in Fanarbeit und Sicherheit investieren, fordern die Sportminister. Mitte Dezember wollen die Clubs entscheiden, wie es weitergeht, damit in den Stadien wieder alle Freude am Fußball haben.